Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen heute über den Unterschied von Bekanntheit und Sichtbarkeit. Was ist besser, was ist schlechter? Und ja, viel Spaß bei diesem Video. Wir sehen uns gleich. Abonnier uns auf jeden Fall schon mal, gib uns ein Like und dann bis gleich. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über Sichtbarkeit versus Bekanntheit. So, und vielleicht muss man erstmal die beiden Begriffe auseinanderziehen bzw. definieren. Sichtbarkeit bedeutet, wie der Name schon sagt, dass ein Unternehmen oder generell eine Marke, irgendwas, dauerhaft sichtbar ist. Bekanntheit bedeutet, dass es halt bekannt ist, ganz einfach gesagt. Und warum greifen wir das Thema überhaupt auf? Ich höre relativ häufig von unseren Partnern, dass das Thema Bekanntheit wichtiger ist. Also es geht jetzt nicht darum herauszufinden, dass das eine ist gut oder schlecht. Beides ist wichtig und irgendwo bedingt sich das ja auch untereinander. Das heißt, wenn ein Unternehmen jahrelang sichtbar ist, wird es irgendwann auch bekannt, das ist klar. Und wenn ich bekannt bin, bin ich irgendwo auch sichtbar, zumindest in den Köpfen der Menschen. Nur, was viele nicht verstehen oder was wirklich missverstanden wird, ist, dass es anders ist als zum Beispiel noch vor 10 oder 20 Jahren. Also es ist heute 2023 für jedes Unternehmen leicht, online sichtbar zu werden. Und Online-Sichtbarkeit bedeutet einfach, mit wenig Geld sehr viele Menschen zu erreichen und auch hochfrequentiert. Und Meinungsbildung funktioniert halt heute anders als, wie gesagt, vor 20, 30 Jahren. Wenn ich von mir aus 30, wie gesagt, oder 40 Jahren mit dem Gedanken gespielt habe, hey, was möchte ich jetzt für ein Auto haben? Möchte ich mir ein neues Auto kaufen? Dann habe ich halt überlegt, was für Marken fallen mir ein, was für Marken sind aktuell bekannt? Mercedes, BMW, Toyota, die Sachen, die man halt so kennt. Oder ich habe halt Freunde gefragt, ja, Bekannte. Die Konsequenz ist natürlich, der Kollege, wenn ich ihn frage, der überlegt ja auch nur, was ist gerade bekannt? Und das ist genau das, was ich meine. Das ist halt ein bisschen geschiftet in den letzten Jahren, weil die Meinungsbildung jetzt nicht mehr darauf basiert, was ist bekannt, sondern was ist gerade sichtbar. So, wir sehen das wirklich bei ganz, ganz vielen von unseren Partnern. Die haben von mir aus letztes Jahr 2022 gegründet. Das heißt, die können in ihrer Region nicht wirklich bekannt sein. Da gibt es große Player in manchen Regionen, die 50 Jahre am Markt sind, seit 50 Jahren Küchen oder Terrassendächer, Bauelemente verkaufen. Trotzdem sind wir mit diesem Unternehmen dauerhaft sichtbar und viel stärker im Kopf der Zielgruppe als jetzt das Unternehmen, was bekannt ist und dafür aber nicht sichtbar. So, und das ist letzten Endes das, was ich meine. Du kannst halt heutzutage deutlich leichter, schneller und einfacher sichtbar werden als noch vor einigen Jahren. Und das Gute ist, was dir da in die Karten einfach auch spielt, Meinungsbildung funktioniert mittlerweile zum Teil so. Natürlich ist Bekanntheit nicht unwichtig, gar keine Frage. Gerade wenn es auch um größere Marken geht. Aber für dich, wenn du jetzt dein Unternehmen, deine Positionierung, deine Marke irgendwo platzieren willst, dann geht das natürlich viel, viel schneller über Sichtbarkeit. So eine Sichtbarkeit kannst du dir für wenig Geld bei Facebook zum Beispiel oder Instagram extrem gut einkaufen. Und da musst du dir das halt so vorstellen, ich möchte von mir aus eine Küche kaufen. Ich frage meinen Kollegen, hey, was hältst du davon? Ich will mir eine Küche kaufen, kannst du mir irgendwas empfehlen? So, und er überlegt natürlich, okay, ist jetzt gerade irgendwas bekannt im Küchenbereich, fällt ihm vielleicht nichts ein, aber er hat diese eine Werbung die ganze Zeit gesehen auf seinem Handy in letzter Zeit. Von mir aus ein unbekanntes Unternehmen, aber super sichtbar gewesen. Und ich werde die Empfehlung bekommen, beziehungsweise den Hinweis, dass dieses Unternehmen scheinbar gute Küchen macht. Und das musst du dir einfach vorstellen, das ist mit jedem so. Ob das jetzt Fernsehwerbung ist, ob das Internetwerbung ist. Sobald du irgendwas immer wieder siehst, ohne dass du die Qualität von dieser Dienstleistung dem Unternehmen geprüft hast, wirst du es im Kopf behalten. Du wirst auch irgendwo das Gefühl haben, Mensch, die machen hier so viel Werbung, da muss ja irgendwas dahinter stecken. Und ich will dich mit dem Video eigentlich nur dafür sensibilisieren, immer sichtbar zu bleiben. Auch wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Social-Media-Kampagne kein direktes Ziel verfolgst, also keinen direkten Mitarbeiter, den du einstellen möchtest oder vielleicht auch nicht unbedingt den nächsten Neukunden, den du gewinnen möchtest, weil du gerade gut ausgelastet bist, du musst einen Weg finden, dauerhaft sichtbar zu sein. Das ist ganz einfach. Das zahlt langfristig auf deine Bekanntheit ein, definitiv. Aber es ist nun mal so, dass heutzutage Sichtbarkeit, Bekanntheit relativ schnell verdrängen kann, wenn das bekannte Unternehmen wiederum nicht sichtbar ist. So, darum geht es mir letzten Endes einfach nur. Das heißt, finde den Weg, schnell, einfach, mit wenig Geld, einfach einen großen Hebel, sichtbar zu werden. Der einfachste Weg, logischerweise, sind bezahlte Social-Media-Kampagnen. Zumindest ist es Stand heute so. Wenn du da Hilfe brauchst, logischerweise, komm auf uns zu. Das ist ein großer Teil von dem, was wir mit unseren Partnern jeden Tag machen. Schau dir auf jeden Fall die anderen Videos an, da hast du auch Tipps und Tricks auf jeden Fall dazu. Und ansonsten, wie gesagt, komm einfach auf unsere Homepage, guck dir das Ganze an. Wir sprechen da auch gerne mit dir drüber, geben dir auch am Telefon dann logischerweise Tipps. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei den weiteren Videos und dann bis dahin, mach's gut.